Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einem spontanen Video über Vertex Pharmaceuticals, deren Aktie gestern um 20,7% eingebrochen ist. Ich habe relativ viele Anfragen von euch bekommen per E-Mail oder über Facebook, was denn jetzt passiert sei und ob die Aktie nun kaufenswert sei. Insbesondere deshalb, weil die Aktie in der dynamischen Aktienbewertung erstmal unterbewertet erscheint. Mein Name ist Thorsten Thiel, da geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Dann legen wir mal los, und zwar erstens zu einer Schnelleinschätzung, was passiert ist, beziehungsweise wie schlimm das ist, und dann gehen wir zweitens zur Bewertung über. Passiert ist Folgendes: Es gibt hier einen Wirkstoff, der hat es nicht durch die Erprobungsphase geschafft. Er ist gescheitert in der Phase 2, wird also kein Medikament generieren können oder nicht dann und auch nicht entsprechend dazu beitragen, Umsätze zu generieren. Jetzt ist erstmal die Frage, wie schlimm ist das Ganze? Weil diese Nachricht erst gestern kam, beziehungsweise vorgestern Abend, haben die Analysten noch keine Zeit gehabt, das entsprechend zu berücksichtigen und beispielsweise Umsätze und Gewinnentwicklung nach unten zu korrigieren. Was wir aber machen können, ist, wir können uns ein bisschen tiefer in die Umsätze und die Umsatzschätzungen reinknien. Dann haben wir hier beispielsweise die Verkäufe dann auch aufgedröselt in die unterschiedlichen Medikamente. Und wichtig sind dann hier die Schätzungen, also die Jahre 2020, Geschäftsjahr 2020 folgende. Was ich dann hier sehe, und das ist alles nur meine Einschätzung, dass die Umsätze der Zukunft, geschätzten Umsätze, auf Medikamenten basieren, die bereits am Markt sind. Das heißt, hier scheint mir jetzt dieser Wirkstoff, der es nicht durch die Erprobungsphase geschafft hat, er scheint hier keine Rolle oder keine wesentliche Rolle jedenfalls zu spielen. Was erstmal dafür sprechen würde, dass die Umsätze und in Folge auch die Gewinne beispielsweise und Cashflows, wenn schon nach unten korrigiert werden, dann wahrscheinlich eher moderat nach unten korrigiert werden. Weil schlecht wäre es natürlich gewesen, wenn wir hier einen Wirkstoff bzw. ein Medikament gefunden hätten, was noch keine Umsätze generiert hätte in der Vergangenheit, aber in der Zukunft eine hohe Umsätze, also eine hohe Umsatzerwartung gehabt hätte. Also, das sind erstmal gute Neuigkeiten. Hier jetzt wieder zurück im Aktienfinder sehen wir diesen Kurssturz nun von 270 auf 215 US-Dollar. Jetzt gehen wir zur zweiten Frage. Ist die Aktie unterbewertet? Wenn ich jetzt mal einfach mal die fairen Werte einblende, die im Aktienfinder berechnet werden, dann führt es dazu, dass wir hier einen fairen Wert haben, irgendwo von 500 US-Dollar. Bei einem Aktienkurs von eben 215 US-Dollar, also erscheint die Aktie standardmäßig, das ist die Standardeinstellung des Aktienfinders, extrem unterbewertet, von daher auch wahrscheinlich das hohe Interesse. Jetzt ist die Frage, wie ernst sind denn diese fairen Werte zu nehmen? Und dazu ein Schritt zurück. Im Aktienfinder geht es in erster Linie um das Aufspüren von Qualitätsaktien und dann um deren Bewertung. Haben wir denn hier eine Qualitätsaktie vor uns? Blenden wir mal denn die Gewinne und die operativen Cashflows ein. Dann siehst du, dass in der Vergangenheit die Vertex Pharmaceuticals Verluste geschrieben hat. Erst profitabel ist Vertex Pharmaceuticals geworden im Jahr 2017. Das ist keine Vergangenheit, also das ist nicht die fundamentale Vergangenheit einer Qualitätsaktie mit einer stabilen Gewinnentwicklung. Wichtig zu verstehen, denn die dynamische Aktienbewertung, die beruht auf den Durchschnittswerten der KGVs, KCVs, was ich als Multiples bezeichne, gerne auch der durchschnittlichen Dividendenrendite. Und diese Werte sollten möglichst stabil und zuverlässig sein. Sind sie das im Fall von Vertex Pharmaceuticals? Nein, wir haben hier KGVs, die schwanken zwischen 20 und 122. Wir haben KCVs, auch die schwanken sehr stark, hier irgendwo zwischen 20 und 91.
alles im Bereich der Vergangenheit. Das heißt, sehr mit Vorsicht zu genießen, was hier standardmäßig ausgerechnet wird an fairen Werten. Kann man jetzt trotzdem mit der dynamischen Aktienbewertung arbeiten oder muss man jetzt ein Excel-Sheet erstellen in mühsamer Kleinarbeit und dann mehr oder weniger kryptisch welche Zahlen eintragen? Nein, ihr könnt schon euer Glück probieren mit der dynamischen Aktienbewertung. Wichtig erstmal, dass ihr wisst, wie die dynamische Aktienbewertung funktioniert, wo dann auch gegebenenfalls die Limits sind. Versuchen wir mal unser Glück jetzt mit der dynamischen Aktienbewertung, blenden den Kurs aus, gucken erstmal, welche Fundamentals wir denn nehmen können, weil sie sich möglichst zuverlässig oder weniger schwanken wie die anderen. Also wir haben hier beispielsweise den bilanzierten Gewinn, das seht ihr schon, der geht mal ganz stark nach oben, dann sinkt er wieder. Der scheint unzuverlässiger zu sein als die anderen fundamentalen Größen. Das heißt, den blenden wir schon mal aus. Was übrig bleibt, ist jetzt noch der bilanzierte Gewinn und dann der operative Cashflow. Der operative Cashflow, für den haben wir jetzt keine Schätzung hier fürs Geschäftsjahr 2023. Ansonsten ist er relativ identisch mit dem bilanzierten Gewinn. Den möchte ich auch mal rausmachen. Und dann würde ich hier beim bereinigten Gewinn bleiben und da mein Glück probieren. Dann ist jetzt die Frage, welche Multiples oder welches Multiple sollen wir denn anwenden, um zu sagen, ab da wäre die Aktie fair bewertet, also welches KGV beruht auf dem bereinigten Gewinn. Dann haben wir hier eben KGVs von 103, 65, 41, 34. Da könnte man jetzt sagen, und später soll es dann nochmal zurückgehen, weil die Gewinne ja steigen sollen. Könnte man jetzt mal sagen, 65 ist sicherlich noch unrealistisch, auch insofern, weil wir haben hier einige Zeilen tiefer noch auf die Wachstumsraten. Je stärker ein Unternehmen den Gewinn steigert, desto höher ein höheres KGV gesteht Mr. Market dem Unternehmen bzw. der Aktie zu. Dann sehen wir, dass das Gewinnwachstum des bereinigten Gewinns erst extrem hoch war, über 300%, dann auf 130% gesunken ist, 110% und am Ende auf 30%, was immer noch sehr hoch ist, aber doch schon eine Tendenz, eine sinkende Tendenz beinhaltet. Dann soll es nochmal einen Gewinnsprung geben, das ist im Prinzip das hier. Und dann sollen die Gewinne aber um 16, 15% irgendwo weiter steigen, also in der etwas ferneren Zukunft. Das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, das KGV bereinigt liegt momentan bei 51. Das halte ich für deutlich zu hoch, weil es eben hier noch diese extrem starken Gewinnsteigerungen beinhaltet, während es hier doch deutlich schwächer verläuft, die Gewinnsteigerung. Da würde ich die nach unten korrigieren, und zwar händisch, das kann ich ja in der dynamischen Aktienbewertung, da kann ich ja alles anpassen, und zwar vielleicht hier irgendwo auf einen Wert von 30, also relativ deutlich nach unten korrigiert. Die anderen Multiples, die fasse ich nicht an, weil es sind ja die fundamentalen Größen, die noch unzuverlässiger sind als das bereinigte KGV. Dann ist jetzt interessant, was wir für eine Bewertung jetzt rauskriegen, nachdem wir uns ein paar Gedanken gemacht haben. Blenden wir erstmal hier den Aktienkurs ein und jetzt legen wir die Bewertung drüber. Und dann sehen wir, dass wir hier diese Bewertung haben. Die Bewertung macht erst dann Sinn, wenn die Aktie auch einen bereinigten Gewinn erzielt hat, beziehungsweise wenn das Unternehmen einen bereinigten Gewinn erzielt hat. Ansonsten liegt der faire Wert hier bei 0. Was uns interessiert, ist natürlich vor allem hier die Gegenwart. Und da zoomen wir jetzt mal so ein bisschen rein. Dann sehen wir hier, die Aktie wäre erstmal hier etwas überbewertet gewesen mit einem bereinigten KGV von 30 als Maßstab des fairen Werts. Dann hätte die Aktie aber hier tatsächlich eben zum 30.06. letzte vier Quartale wirklich wäre sie fair bewertet gewesen mit ungefähr 275 US-Dollar. Und der faire Wert basierend auf den Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr würde jetzt bei 293 US-Dollar liegen, Aktienkurs 215, wäre dann hier ein kurzfristiges Aufwärtspotenzial von ungefähr 36%. Also in diesem Sinne wäre die Aktie tatsächlich unterbewertet, das heißt, Mr. Market hätte überreagiert. Jetzt müssen wir aber nochmal festhalten, dass das alles natürlich jetzt sehr aus der Hüfte geschossen ist und dass es sich zusätzlich bei Vertex Pharmaceuticals
um ein eher spekulatives Investment handelt und nicht um die typische Qualitätsaktie, die wir normalerweise im Aktienfinder analysieren. Und wir haben noch nicht die Prognosen angepasst. Das wird erfahrungsgemäß ungefähr eine Woche oder so dauern, bis die Analysten hier ihre Schätzungen angepasst haben. Tendenziell etwas nach unten. Man könnte also auch noch etwas vorsichtiger operieren und hier noch einen Sicherheitsabschlag machen. Man könnte auch beispielsweise KGV von 25 nur als fair ansehen. Dann hätten wir einen fairen Wert von 245 US-Dollar und das kurzfristige Aufwärtspotenzial entsprechend niedriger würde dann bei 13,6% liegen. Ich wiederhole mich an der Stelle nochmal, das ist nur eine erste Quick and Dirty Einschätzung, die euch ein bisschen besser auch in den Aktienfinder an sich einführen soll, auch in das Bewertungsmodell nochmal der dynamischen Aktienbewertung, weil mit diesem Wissen gewappnet könnt ihr nämlich auch auf andere Aktien losgehen und dann entsprechend von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Okay, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.